Trotzdem war das noch nicht das Rätsel zur Lösung. Ich will ihn noch erwischen. Wie weit bin ich denn weggeflogen? Immerhin 25. Das war zu weit weg. Cooler Stunt, aber der war zu weit weg. Wie soll man das Auto denn erwischen? Das war ein guter Stunt. Aber das ist ja ein Crash-Spiel, also da dürfen wir ja bloß crashen, nichts anderes. Ah, ich glaube, ich muss ein klein wenig langsamer werden, um den Typen zu erwischen. Oh, da ist was explodiert. Explosion! Wie gut muss man den Zeitpunkt eigentlich wählen, damit der erwischt wird? Vielleicht, wenn er auf die Rampe kommt. Nee. Das ist auch schon zu spät. Vielleicht kurz bevor er vor der Rampe kommt. Wie ist es jetzt? Zu früh. Ich erwische dich. Das ist mein Erzfeind. Oh. Haarscharf. Oh, ich hab den erwischt. Aber nichts anderes. Was soll ich denn da sonst noch erwischen? Keine Ahnung, was ich da noch erwischen soll. Na gut, wir haben ja unser Bestes probiert. Das ist ja eh nur ein Bonuslevel. Man kann es ja immerhin anspielen. Immerhin 300 Punkte gab es ja hierfür. Mal gucken, was das ist. Ah. Gibt es nicht viele Möglichkeiten. Aber man kann es auch nicht wirklich einsehen. Ich gehe mal Vollgas. Bam. Ja, ich habe einen LKW erwischt. Dass ich ultra realistisch gedreht hat. 330 Punkte. Das ist immer noch zu wenig. Wohlgemerkt. Mal gucken, was gibt's denn hier noch? Schauen wir mal. Ich fliege! Ah, ins Wasser! Jetzt haben wir den LKW nicht erwischt. Boah, die Kameraführung. Episch. Epische Kameraführung. Rutsch mal so weiter. Immerhin LKW erwischt. Immerhin 565 Punkte. Yeah! Motor! Oh, da gibt's aber noch ein extra Level. Ja, mal schauen. Wir können ja mal dranbleiben. Müssen allerdings hier noch ein bisschen was machen. Vielleicht machen wir das Fangerache irgendwas anderes an. Kann ja auch dazu was Schönes beitragen. Ja, alle so schön driften hier. Erwischen wir dich mal. Yeah, Explosion. Ich erwische dich noch. Schön umfahren. Schön umfahren. Well played, Sir. Well played.
Ich erwisch die Wand. Was war das denn? Bei dem Level kann ich mir die Zähne ausreißen. Ja, komm. Ich will endlich... Ah. Na mal schauen, während der hier so schön rumdriftet wie ein Weltmeister, kann ich mir ja mal anschauen, wo der noch alles hinfährt. Ich dachte, die Explosion hätte ihn getroffen. 100 Punkte sind anscheinend zu wenig. Vielleicht muss ich das Auto mal so erwischen, dass es auch das andere Fahrzeug erwischt. Und zwar jetzt. Ich habe nicht gewusst, dass der direkt daran vorbeiflattert. Okay, warten wir nochmal. Ich kann fliegen! Bald nicht mehr. Denn jetzt kommt Familienkutsche! Immerhin, immerhin. Hat dir mal ordentlich einen Arschtritt gegeben. Was ist, wenn ich hier dagegen ramme? Immerhin gibt's Explosionen. 100 Punkte. Ich weiß ja nicht, wie viele Objekte wir mindestens erwischen müssen. Uiuiui. Da gibt's noch ein anderes Bonuslevel. Da war's noch eine Explosion. Exfusion. Irgendwann erwische ich dich. Das Zeug nicht hochexplosiv. Da hätte ich den eigentlich locker erwischen können. Ich muss ein bisschen warten. Ah, ich habe ihn erwischt. Also es gibt nur 125. Leider Gottes. Yeah! Lachte der Spielehersteller, weil ich nur 200 Punkte erreicht habe. Was muss man hier machen? Ich hab nochmal das Gleiche. Ein bisschen Glück erwische ich noch irgendwas. Ah, 225 Punkte sind immer noch nicht genug. Ich glaube, 300 wären schon gut genug. Nur die erstmal kriegen. Und noch mit ein bisschen Glück was anderes erwischen. Was blöd denn da eigentlich? So früh habe ich das jetzt gar nicht beendet. Fast. Wenn ich mal so dran steuere. Oh, fliege ich selber weg. Und gibt wenig Punkte. Naja. Ui, plopp. Ich weiß nicht, was ich dann noch alles erwischen soll. Ich denke mal, anderen Aktionsradius gibt es ja hier nicht. Ich kann nichts anderes machen. Durch die Rampe. Uiuiuiui, ich fliege! Aus der Strecke! 0 Punkte, hey! Huch! Fliegen wollte ich gar nicht. Aber nein, ich bin aufs Dach gekommen, das ist Hardcore!
Niemand kommt besser an ein Dach ran als ich. Explosion. Trotzdem habe ich das fliegende Auto nicht erwischt. Ja. Stirb. Trotzdem gab es nicht genug Punkte. Was muss ich denn hier machen? Kann mir das jemand erklären? Die besten Punkte hat er natürlich hier erzielt. Nur warum auch immer. Oh. Ja! Endlich, er hat mehr erwischt. Und wir kriegen einen Kleintransporter. So, meine Lieben. Jetzt kommt aber auch wirklich eine Strecke, die ich so absolut wirklich das allererste Mal sehe. Meine Güte. Was müssen wir hier überhaupt machen? In die Lava reinkommen oder wie? Was anderes kann man ja hier nicht machen. Ja, ich muss in den Lavasee reinkommen. Dann versuchen wir es mal. Explosion! Aber trotzdem ist der Berg noch nicht kaputt. Vielleicht jetzt mal rein? Ich bin fast reingekommen. Dann habe ich mich abgekühlt. Ins kühle Nass. Alter, was sind wir denn hier? Diablo? Fast. Wir waren fast drin. Der Ball war fast drin! Das Modellauto ist leider gestorben. Nur nicht der Vulkan. Wir haben auch einen extremen Radius hier. Ah, Scheißberg! Dich will keiner haben, Vulkan. Keiner liebt dich. Hey, ich bin drin. Yeah! Der Berg ist weg. 999 Punkte oder kurz vor der 1000. Yeah! Crash! 999, das ist Highscore. Das ist fast schon manipuliert. Boah, hey, ich mag es kaum fassen. Aber, Leute. Das Spiel ist durch. Das ist das erste Mal, dass ich das Spiel mal richtig durchgekriegt habe. Das kann man zweideutig verstehen. Ich hab dich durchgekriegt, Singelita. Hey. Ja. Hot Wheels Crash. Ein interessantes kleines Geschicklichkeitsspiel, wo man halt... Ja, kleine Modellautos, wie sonst als kleines Kind, immer gegen Objekte rammen muss. Nur sieht's da halt schöner aus, mit Explosionseffekten und... Vor allen Dingen, die physikalischen Gesetze wurden ja hundertprozentig eingehalten, das hat man sofort gesehen. Aber ja, wir haben's endlich durch. Endlich! So schnell! Ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Spiel, kann man glaube ich schwer bekommen, ist sogar eine deutsche Version, jawohl hier die Illustration nur mit Bildern geschieht. Aber naja, immerhin. Wir haben es durch. Das war Hot Wheels Crash. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, aber feine Let's Play gefallen. Das war übrigens auch ein kleiner Feldversuch. Wie es so ausschauen würde, würde ich täglich Parts von meinen Let's Plays veröffentlichen. Also wenn ich immer zwei parallel habe, kommt das vom ersten Let's Play, das am ersten Tag, vom zweiten Let's Play am zweiten Tag und so weiter und so fort. Und da muss ich feststellen, hui, eine Stunde Aufnahme, das reicht definitiv nicht. Also belasse ich es lieber so, wie ich es sonst immer mache. Das war Hot Wheels Crash. Wie bereits gesagt, hoffe, euch hat dieses kleine Let's Play gefallen. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wie immer, mal schauen, was als nächstes dran kommt.
Deshalb sage ich für diese Aufnahme tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Ciao.